Oh mein Gott, wir haben nichts mehr zu trinken. Oder wir lassen das hässliche Kind sterben. Ein Kind muss immer sterben, im Zweifel das hässliche. Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Heute bei Fresh Angezockt spielen wir 60 Seconds. Und damit ein herzliches Willkommen. Wir starten direkt mit einem neuen Spiel. Und wir nehmen... Was nehmen wir denn? Was ist das? Learn all about... Ja, ist ein Tutorial. Nehmen wir mal direkt die Apokalypse. Also Full Atomic Experience Scavenger on your horse for sublease and then survive the post-apocalypse in your Fallout Shelter. Little Boy Easy nehmen wir und dann starten wir direkt. Ich habe leider keinen Ingame-Sound. Ihr werdet den hören, aber da ich mit der Elgato aufnehme gerade, weil es sonst nicht aufnehmbar ist, OBS laggt es mega, ohne Grund. Hier nehmen wir schon mal, hallo? Achso, wir können erst, wenn 60 Sekunden gestartet sind, Leute mitnehmen. Aber wir können schon mal dahin laufen. Wir nehmen nämlich alle Familienmitglieder auf jeden Fall mit. Eine Gasmaske werden wir auch mitnehmen. Jetzt können wir starten. Zack. Oh, die dicke Tochter ist zu dick. Zack. So, to the shelter. Zack. Komm, dicke Tochter. Wasser können wir auch noch einmal direkt mitnehmen. Was haben wir hier noch alles? Suppe, Suppe, Wasser. Hier irgendwas Kleines, keine Ahnung, was ich da mitgenommen habe. Zack. 30 Sekunden habe ich noch. Die Gasmaske wollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Zack. Nochmal Wasser, komm. Habe ich noch Suppe irgendwo? Hier muss doch irgendwo noch Suppe liegen. Egal, erstmal das. Küche, 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 wo ist die Küche? Hier ist die Küche, hier liegt Suppe. Komm, Wasser. Und nochmal Suppe. Und dann to the shelter. Dim, 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 dim. Zack, ich bin da und auch rechtzeitig. Jetzt läuft die Zeit ab, jetzt müssen wir rein. Und dann gucken wir mal. Soap can be stored for up to 737 days. Day 1. Die sehen alle sehr entspannt aus. Dolores, Ted, Mary Jane und Timmy. Eine Gasmaske habe ich mitgenommen. Viermal Wasser. All of us made it into the shelter just a second before the blast. That was a close one. As long as we are all together, we can make it work down here. Remember, hearing canned soap is healthy for you. Our shelves are full of cans. We eat from cans. We sleep on cans. We even talk to cans. Some of us already do. Plenty of water means we don't have to worry about that for some time. Time to ration supplies. Ja, die Sache ist, wir haben zwar alle dabei, aber wir haben 4 Flaschen Wasser und 5 Suppe. Und noch haben die, glaube ich, keinen Hunger. You maniacs, you blew it up. Ah, damn you all to the hell. That's something we should tell our neighbors when they blew up their barbecue last spring. Those were good times, even if they wasted a perfectly good barbecue. Okay. Day 2. Living in the past is not wise in our current situation. We need to think of today and tomorrow. There isn't anything new bothering Mary Jane. Despite the dire circumstances and all the trouble we are going through, Timmy is being very brave. Everything seems okay with Dolores. This morning has been calm enough for Ted, and he's doing well. Time to ration, noch kriegen die nichts zu essen. We walk up today feeling very uncomfortable. It was like someone or something was watching us. We could swim, we noticed movement in the shadows. If anything beside us is alive in the bunker, it's time to teach it who's the boss around here. Okay, nehmen wir mal die Axt. Und werden dann am Tag 3 bzw. Day 3 erfahren, was passiert ist. Whatever it was, it's dead now, quite dead. Maybe there's more hiding somewhere in one of these nasty little holes. Ich wollte Host sagen. Getting something to drink for Mary Jane sounds like the right idea. Some water for Timmy would be nice. Dolores had to drink sometimes. Ted should drink some. Ja, alle wollen trinken. Also gehen wir doch ein bisschen was. Ja.
Die halten immer so 4 Tage durch. Geben wir denen auch mal jeder ein Süppchen hier. Dann haben wir auch eine Suppe weniger. We are a regular family, so we have the occasional argument or two. But it was never as intense as the fight we just got into. No one wants to speak to each other. Let's just hope this won't last long. Cool, die wollen nicht miteinander reden. Ich habe auch kein Spiel mit runtergenommen, ich Idiot, ne? Aber passiert. Was ist das hier überhaupt? Ammunition. Ja, ich nehme Munition mit. Habe aber keine Waffe dabei. Ich bin ein geiler Typ. Enough arguing. There are more important things to worry about. Denen geht's allen gut. Ja. Also kriegen die auch nichts Neues. This dreadful silence is becoming boring and like every happy model family we don't have that many things to talk about. Is there anything we can do about it? Anything at all? Ich habe kein Radio mitgenommen. Ja gut, hab ich gesagt, ich nehme mein Radio mit. Nee, hab ich nicht. Day 5. Die sehen alle sehr geil aus auf jeden Fall. There's nothing here. Maybe if we try really hard we can hear the neighbors in the shelter. Okay, die sind alle müde. Gehen wir mal wieder ein Schlückchen Wasser, ne? Oder eine Suppe? Eine Suppe geben wir denen allen. Hallo, kein Wasser bitte. So, jeder so ein Süppchen, dann passt das auch wieder. Every new smell attacks our noses in this leather shelter instantly. There isn't much we can miss. So when a single brick fell out from the well, revealing a tight opening, our senses were immediately invaded by a terrible stench. We should probably shake that hall out and see what the source of that smell is. Yes. Vielleicht finden wir da ja was Cooles. Day 6. Können die nicht schlafen oder warum fühlen die sich müde? Jetzt sind die auch wieder durstig. Die brauchen wieder trinken. We looked into the hall feeling something might come at us with claws, fangs or other mutated and sharp body parts. But nothing happened. Instead, we found a dead rat who was trying to break into a can of tomato soup. He failed miserably. We have a feeling we'll be luckier than him, so we confiscated it. We gave the rat a proper burial in an empty can. He deserved that much. Getting something to... Ja, alle wollen trinken. Zack, zack. Komm, trink, trink, trink. XXXXX. We never thought we'd live to see a dancing cockroach. We still haven't, but we saw one that was nearly as big as a cat. The good news is, they've probably scared off any rats in the area. The bad news is, they are huge and will probably attack us when they get a chance. Ja, wir haben nichts dabei, um uns zu wehren. Nice. Day 7. Da ist er. Fuck, sind die groß. Oh my, that thing is huge. And there goes another one. Watch us everywhere. We are doomed. We already fall as dirty. Okay. Die haben aber alle geschlafen mittlerweile, glaube ich, ne? We had some spare ammunition, but now it's gone. We don't know how or when. It must be misplaced. We need to find it. And soon. Werden wir leider nicht finden. Day 8. It was too dark to find these tiny bullets without a flashlight. They are lost. Technically, they are still in the shelter. Technically. Okay. Die wollen alle nicht trinken. Nice. Dann geben wir denen auch nichts, wenn die nichts wollen. It's difficult to keep track of time down here. But at least we remembered it's Timmy Burster today. He's going so fast. We should get him something every boy wants for his... Which Burster is this again? Nö, der kriegt nichts zum Geburtstag. Ich mag den nicht. Day 9. Time to grow up, Timmy. This ain't Kansas anymore and Santa doesn't exist. Die wollen alle was zu trinken, dann kriegen die was zu trinken. Das Problem ist, wir haben nur noch 2 Flaschen. Und wenn die danach nochmal was zu trinken wollen, haben wir ein Problem. Peculiar, it seems that the wall shelter has been sneaking every couple of minutes and it feels like it's getting stronger every time this happens. Here it comes again, and it's way worse. It's an earthquake! Hold on to something! Wir nehmen natürlich die Gasmaske mit.
Day 10. We got to the gas mask in time, just before it was about to get smashed by jumping pieces of furniture. That was one hell of a quake. Let's try to stay positive. This was hardly anything compared to the nukes that dropped recently. You know the one, right? Okay, die wollen alle nichts trinken, also kriegen die auch nichts. Ganz einfache Regelung. As long as we have food and water, we can stay locked in. But we have to leave eventually. It would be good to head straight out, straight to safety, instead of getting ourselves into more trouble. If that's even possible in this situation. Our hope is that our brave soldiers will come to rescue us and take us to some well-hidden, well-stocked government shelter. Timmy had comics about Zeus. So you know they must exist. All we need to do is make contact with the military. Können wir leider nicht. Wir werden hier immer gefangen sein. Day 11. Ich wollte schon 11 sagen. We should probably get ourselves a working radio and use it on a regular basis to catch any emergency broadcasts that might be transmitted in our area. It's either that or it's swirling around outside waiting to get picked up. The first option sounds a bit more sane. Okay, die haben immer noch keinen Durst. Okay, dann kriegen die auch nichts. So, aber Suppe kriegen die. Suppe haben wir genug. Suppe können die haben, bis sie umfallen. We never felt right, but today we had to reverse the term. It seems that our little green pest guests are trying to communicate with us. One was even holding something that resembled a sign which read, "We came in peace." What on earth do they mean? Okay. Mal gespannt, was jetzt passiert. Day 12. This is insane. Why would we talk to vultures? Are we going insane? Are we? Okay, die brauchen alle was zu trinken. Danach haben wir nichts mehr zu trinken. Oh mein Gott, wir haben nichts mehr zu trinken. Oder wir lassen das hässliche Kind sterben. Ein Kind muss immer sterben, im Zweifel das Hässliche. Aber noch leben die. Ich gehe selber raus. In der Hoffnung, ich sehe dann auch was. Dass ich da auch raus kann. Day 13. Nee, leider nicht. Das wäre cool gewesen, wenn man da dann so rumlaufen könnte. Aber leider nicht. Mary Jane. Bla bla bla. Okay. Süppchen kriegen die alle. Mal gucken, was hier der Meister mitbringt. Wir haben nichts zu trinken mehr. Wir brauchen was zu trinken. We always wanted a pet, but we just couldn't decide what to get. A cat? A dog? No matter, we have our very own cockroach colony now. Unless we want them to stay and play fetch, we should start doing something to drive them out. So the fetch option is quite likely. They're as big as small puppies. Puppies? Puppies? Wie wird das ausgesprochen? Keine Ahnung. Day 14. Our time will come, but for the time being, we just have to adapt to this living situation. They are here, we are here, let's make the best of it. They are only cockroaches after all. Okay, denen geht's allen noch gut. Irgendwas kriegen die jetzt nicht. It's been a while we don't know much about what's happening on the surface. If we only had a chance to tune in to some emergency radio broadcast and learn a thing or two. Leider nein. Leider gar nicht. Day 15. Ted ist immer noch nicht zurück. Wo bleibt denn der? They say ignorance is bliss. Another day without any clue what's going on might not necessarily kill us. Water is what. Okay, die brauchen alle Wasser. Aber ich habe kein Wasser. Also kriegen die alle ein Süppchen. Ganz einfache Regelung. As long as we have food and water, we can stay locked in, but we'll have to leave. Ja, habe ich immer noch nicht ein Radio. Also man muss auf jeden Fall drauf achten, was man mitnimmt in so einem Bunker. Ted ist zurück, der hat ein Radio mitgebracht. Und Suppe. We should probably get ourselves a working radio. Ted has self, okay. Plus 4. Suppe. Leider kein Wasser. Und die Gasmaske wurde zerstört. Ja, wir müssen eigentlich schon wieder jemanden rausschicken. Ja, der ist safe. 17 kommt jetzt. Und wir müssen jemanden rausschicken.
Living with vultures can't be too bad, right? Even if they're stealing your pillows, socks and wallets. Why would vultures even need wallets? And that smell is horrible. Die brauchen Trinken. Aber ich habe kein Trinken. Geht mal lieber auf eine Expedition hier und besorgt Trinken. Was ist los bei euch, ne? Good news, everyone. The government just announced they were dropping crates filled with supplies in our area. Finally, they are useful for something. We should head out to get those creatures. Grabbing some protection. Nein, wir kriegen keinen Schutz. Day 18. Ho, ho, ho. Okay. Wo sind die Kinder hin? We only had a few drops of water. Dolores died of lack of water dwarf Timmy insane. He opened the shelter door and ran away without looking back. He's not likely to return. Blab, die ist auch weg. Okay. Ted braucht Wasser, aber wir haben kein Wasser. Ted muss raus. Das Gute ist, wenn er draußen ist, überlebt er vielleicht. The End. Oder auch nicht. Ja, gut. The big poster on Shelter Entrance claims the bunker is now the property of the government. Well, that's probably not the first nor the last time the government screwed us over. They are now telling what happened to us next. We are at the mercy of Sarks and it's unlikely to have a happy ending. It's the end of the line for us. We head out for 22 days, okay? Dolores liegt hier tot. Das ist natürlich sehr nice. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zur Bewertung. Die Bewertung muss ja immer gemacht werden. You were driving away. Okay. Ja, die Bewertung. Grafisch bekommt das Spiel einfach wegen dem coolen Comic-Stil eine 5 von 5, gar keine Frage. Die Story ist auch ganz in Ordnung, da gibt es aber nur eine 4 von 5. Einfach, weil wenn man einen Bunker hat im Keller oder überhaupt irgendwo einen Bunker hat, hat man da auch normalerweise schon Vorräte drin und muss die nicht erst noch mitnehmen. Also so ist meine Logik jedenfalls. Ich würde da schon Vorräte vorher reinpacken. Und hier muss man halt erst alle Vorräte so kurz bevor die Katastrophe kommt schnell da in den Bunker reinschleppen, den man aber schon wahrscheinlich jahrelang da hat. Und der ist ja nicht gerade neu gekauft worden. Und deswegen gibt's da von mir nur 4 von 5 frische Fritten für die Story. Und der Spielspaß, ja, ich hätte mir gewünscht, dass man auch ein bisschen draußen rumlaufen kann. Das konnte man hier jetzt nicht. Deswegen gibt's da von mir sogar nur 3 von 5 frische Fritten. Einfach, ich meine, es war ganz nett in den 60 Sekunden da die Sachen einzusammeln. Aber das Lesen war halt schon, ja, man hat eigentlich nur gelesen, paar Entscheidungen getroffen, fertig. Mehr hat man nicht mehr gemacht. Von daher gibt's da von mir nur 3 von 5 frische Fritten. Das macht einen Durchschnitt von 4 von 5 frische Fritten, was dennoch ganz okay ist. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch das Spiel kaufen wollt. Wenn ja, findet ihr auch den Steam-Link unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Haut rein, bis dahin, ciao!